mal, was ist denn mit dir los? Seit einer Woche scheinst du ja schon früh morgens aus dem Bett zu fallen. Hast du Schlafstörungen oder was? Was? Was hast du gesagt? Habe ich gerade was verpasst? Ja, das kann man wohl sagen. Jetzt mal im Ernst. Du warst immer derjenige, der hier als letzter aufgeschlagen ist. Wenn du so weitermachst, überreicht dir der Chef hier bald den Schlüssel zum Aufsperren, ey. Naja, ich will hier eben nicht das Highlight des Tages verpassen. Weißt du eigentlich schon was über die Neue? Welche Neue? Welche Neue? Na, die anziehendste Frau, die Firma Barclay je betreten hat. Volle Lippen, scharfe Kurven, ein perfekt sitzender Oberbau und dann erst der Arbeitsplatz, den sie bekommt. Naja, du verstehst schon, was ich sagen will. Egal, was ich wissen will, kriege ich schon noch raus. Jetzt brauche ich aber erstmal einen Kaffee. Ich glaube, es wird Zeit, dass ich Herrn Barclay mal darauf anspreche. Er hat bislang noch kein einziges Wort über sie verloren. Okay, er ist sowieso nicht der Redseligste, aber trotzdem. Guten Morgen, Herr Thompson. Es tut mir leid, es Ihnen sagen zu müssen, aber ab heute werde ich Ihren Posten übernehmen. Ihre Leistung in den letzten Monaten hat wenig überzeugt und... Was? Wie bitte? Hab ich das gerade richtig verstanden? Heute Vormittag wird Ihnen ein neuer Arbeitsplatz zugewiesen. Der Hausmeister ist gerade dabei für Sie ein... Nein, jetzt aber mal halblang. Das kommt ja gar nicht in die Tüte. Sie kommen hier einfach reingeschneit und machen sich an meinem Schreibtisch breit, stellen irgendwelche Behauptungen auf und... dem werde ich was erzählen, das gibt's ja wohl nicht! Hey, jetzt warte doch mal! Der hat ja wohl einen Rat ab, dem werde ich was erzählen! Chef, hören Sie, das kann ja wohl nicht Ihr Ernst sein! Jetzt regen Sie sich nicht so auf, Thompson. Ich weiß, dass Sie nicht am Beschäftigungsmangel leiden, aber auch Sie haben meine Diplomarbeit geschrieben. Mrs. Fuller wird Sie diese Woche begleiten und ich erwarte von Ihnen, dass Sie die Dame bestmöglichst unterstützen. Hör mal, das war doch nur ein Scherz. Ein Scherz? Das soll ein Scherz gewesen sein? Tut mir ja echt leid, aber ich habe wahrhaftig eine andere Vorstellung von Scherzen. Und außerdem, ich kann mich nicht daran erinnern, Ihnen das Du angeboten zu haben. Was soll das denn jetzt heißen? Du erwartest doch nicht im Ernst, dass ich hier Sie sage. Was heißt denn bitte, dass ich hier Sie zu dir sage? Du erinnerst dich tatsächlich nicht mehr an mich. Hä? Okay, jetzt bin ich etwas irritiert. Die alte Fabrik, Session und... Also, mehr sage ich da jetzt nicht dazu. Oh, ja! Jetzt erinnere ich mich wieder. Du bist doch die Sängerin. Die eine, die den Drummer gesucht hat. Du hast aber ganz schön lange auf der Leitung gesessen. Wen wundert das?
Das war ja wohl auch eine harte Nummer, die du hier abgezogen hast. Los, lass uns einfach nochmal von vorne anfangen, okay? Wäre vielleicht angesagt, okay. Also, ich bin Alice Faller und schreibe gerade meine Diplomarbeit. Wäre schön, wenn du mich diese Woche dabei unterstützen würdest. Ich heiße Skylar Thompson. Und keine Frage, wird mir ein Vergnügen sein. Your fingers tapping on the table. My feet are bouncing on the floor. I haven't slept for 40 hours, and I will wait for 40 more until the last shot of the war. They say that waiting. Heute ist mein letzter Tag hier. Ja, leider. Die Woche war echt viel zu schnell vorbei. Ja, leider. Du wirst mir fehlen. Du mir auch. Ich wollte dir noch was sagen. Ach ja? Was denn? Raus mit der Sprache! Also, eigentlich bin ich nur wegen dir hier. Wegen mir? Ja, wegen dir. Wie meinst du das? Faces burn into my memory. Alice, was machst du da? Nach was sieht's denn aus, du Idiot? Nee, hör mal, alle können uns hier zusehen und du bist doch, und ich dachte, nein, komm schon. Himmel nochmal, weißt du was, du kannst nicht mal. Ich werde mir deine gottverdammten Vorträge nicht anhören. Dann sag einfach, wenn du keinen Bock hast.
Hör mal, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie mich das antönt, aber hier, vor allen anderen, da können wir doch nicht... Dann geh doch ins Kloster, da kannst du dich von morgens bis abends beherrschen. Alice! Oh, scheiße nochmal! Mist, verdammter Alice, komm zurück! Kacke! Medizintechnik Buckley und Co. Skylar Thompson, guten Tag. Skylar, du musst sofort kommen. Alice? Alice, wo bist du? Zwei Straßen weiter, im Obergeschoss von Hand M. Skylar, so hilf mir doch! Alice! Alice? Ich dachte, du... Na, das hörte sich doch an wie... Ein Notfall? Ist es ja auch. Du hast vielleicht Nerven. Ich hatte total die Panik. Ich bin hierher gerannt. Ich hab schon das Schlimmste befürchtet und du... Ich stehe hier völlig ratlos vor einem Kleiderständer und hab keine Ahnung, was ich morgen bei meinem Auftritt in London auf der Bühne tragen soll. Und, was noch viel wichtiger ist, was dir an mir gefallen würde. Hey, mein Herz klopft jetzt noch bis zum Hals. Freut mich, dass dein Herz wegen mir rast. Skylar, ich wollte doch nur sicher gehen, dass du auch wirklich kommst. Ich will dir mal was sagen. Ja, das kannst du auch gleich. Und zwar, was du am liebsten magst. Komm mit. Skylar, das musst du dir ansehen. Komm mal rein. Alice, wir sind hier in einem Bekleidungsgeschäft. Und in der Umkleidekabine, ich weiß ja nicht. Wenn du jetzt nicht sofort reinkommst, dann werde ich nackt durch den Laden rennen und schreiend behaupten, du hättest mich belästigt. Ich warne dich, du wirst sehen, was du davon hast. Du bist total verrückt. Ja, nach dir. Du bist selbst schuld. Ich hab dich gewarnt, jetzt bist du fällig. Das will ich auch hoffen. Und was ist mit deinem Freund? Welcher Freund? Na, der Rothaarige, der dich immer abholt. Also, mein Bruder wird heute wohl umsonst auf mich warten. And a tingle, and then it builds and expands, and suddenly all at once my legs won't let me... Na, Herr Thompson, Sie wollten mich sprechen. Um was geht es denn? Ja, also, ich kann an diesem Wochenende nicht an der Besprechung teilnehmen. Ach, und das fällt Ihnen am Freitag kurz vor Feierabend ein? Tut mir wirklich leid, Chef, aber das war wirklich nicht vorhersehbar. Wie stellen Sie sich das vor, Herr Thompson? Keiner Ihrer Kollegen ist in die Thematik eingearbeitet. Hören Sie, ich habe nicht vor, darüber zu diskutieren. Vor nächster Woche Mittwoch werde ich dieses Büro definitiv nicht mehr betreten. So kenne ich Sie ja gar nicht. Dann lernen Sie gerade eine neue Seite an mir kennen. Monatelang habe ich nie Nein zu irgendwelchen Geschäftsterminen gesagt. Egal, ob das am Abend oder am Wochenende war. Aber so funktioniert das langfristig nicht.
Sie wissen, dass Sie sich immer auf mich verlassen können, aber ich habe auch ein Privatleben und im Moment ist mir das wichtiger denn je. Ich meine, es kann doch nicht angehen, dass immer nur ich... Jetzt beruhigen Sie sich doch. Machen Sie lieber mal einen konstruktiven Vorschlag. Der Einzige, der über das Konferenzthema voll im Bilde ist, sind Sie. So sehe ich das auch. Ja, dann müssen an diesem Wochenende wohl Sie in den sauren Apfel beißen und mich vertreten. So, so. Und warum sollte ich das tun? Weil Sie bestimmt nicht vorhaben, einen Ihrer besten Mitarbeiter langfristig zu verlieren. Der war gut. Na dann, genießen Sie das lange Wochenende und machen Sie was raus. Keine Sorge, Chef, das werde ich. Ganz sicher. Tja, das war zu erwarten, dass ein verantwortungsbewusster Mitarbeiter wie Herr Thompson auch Privatverantwortung übernehmen wird und dafür Freizeit fordert. Wissen Sie, meine Kinder sind schon erwachsen und natürlich werde ich ihm, so gut es geht, dafür den Rücken frei halten. Sicherlich steigt damit auch die Aussicht auf eine langfristige Zusammenarbeit und das ist für solche Positionen unbestritten von großer Bedeutung. Morgen habe ich ein Bewerbungsgespräch bei Medizintechnik Barclay & Co. Ja, richtig, in der Firma, in der Skylar arbeitet. Wenn wir erst einmal jeden Tag gemeinsam verbringen, wird er meine Vorzüge schätzen lernen. Ich werde mich morgen von meiner besten Seite zeigen. Alice war ganz schön hartnäckig. Sie hat keine Ruhe gegeben, bevor ich ihr gesagt habe, wo er arbeitet. Es scheint sie ja voll erwischt zu haben. Und das beruht wohl auf Gegenseitigkeit. Ich freue mich für Skylar und so wie es aussieht, ist es genau die richtige für ihn. Eines habe ich in den letzten Monaten gelernt. Man braucht sich nicht einzubilden, man wüsste irgendetwas über das Leben. Denn das Leben ist immer in Bewegung und unterliegt keinem erkennbaren, rationalen Gesetz. Was heute Gültigkeit hat, kann morgen jeder Regel widersprechen. Und das Einzige, was wir tun können, ist, es als großes Abenteuer zu betrachten und die schönsten und aufregendsten Momente in vollen Zügen zu genießen.